Das Feld ist unter Starters Order. Ihre Wetten sind hoffentlich getätigt. Und auf geht's in diesem Augenblick zum Nightflower-Rennen über 1600 Meter. Das Quintett dicht geschlossen abgesprungen. Pure Pearl mit einem guten Start. Auch La Duma an der Innenseite und Eddie Pedrosa gleich vorne zu sehen. La Duma, die Favoritin vor Pure Pearl. Dahinter Ruby Red an der Innenseite, außen begleitet von Napatach und ganz außen Yarahi. So sind die fünf Pferde dicht geschlossen in der Gegenseite unterwegs. Und die fünf führt. La Duma mit Eddie Pedrosa ist voraus. La Duma führt die anderen vier Kandidaten an. Yarahi konnte sich außen in dritter Spur deutlich verbessern. Ist jetzt zweites Pferd. Zwischen La Duma und Rahahi galoppiert Pure Pearl vor Ruby Red und Napatach an letzter Position, aber es sind gerade mal drei Längen von Napatach bis zu La Duma an der Spitze. Die Pferde im letzten Teil der Gegenseite biegen gleich in den Schlussbogen ein. Ruhige Fahrt, normaler Rennverlauf, die Reiter sind zufrieden mit ihren Positionen. La Duma führt außen in zweiter Spurenposition, ist Yarahi zu sehen vor Ruby Red an der Innenseite, dahinter Pure Pearl. Und letztes Pferd ist Napatach. So sind die Pferde durch den Scheitel des Dalwitzer Bogens hindurch und kommen gleich auf uns zu. La Duma vorne mit zwei, drei Längen Vorteil vor Rahahi. An der Innenseite verbessert Ruby Red die Position von Napatach und Pure Pearl. So haben sie die Zielgerade in diesem Augenblick erreicht. La Duma ist voraus. La Duma mit zwei, drei Längen vor Ruby Red und Yarahi. Dahinter sehen wir Napatach und Pure Pearl. 350 Meter noch bis zum Ziel. Vorne verabschiedet sich hier La Duma. La Duma auf die 300 Meter Marke zu am Anberg jetzt vor Ruby Red. Dahinter Yarahi. Vorne aber La Duma. Ruby Red ist die Angreiferin. Daniele Pocco schließt nochmal oder probiert es aufzuschließen auf Eddie Pedrosa, aber der führt mit zwei, drei Längen auf die 100-Meter-Marke, geht es zu in der Distanz gleich La Duma. Die Angreiferin ist Ruby Red. La Duma oder Ruby Red, die kommt näher und näher, aber La Duma wird es schaffen im ersten Rennen. La Duma kommt nach Hause als Favoritin vor Ruby Red. Dritter wird Napatach vor Pure Pearl und letzter ist Yarahi. Da gehen Sie.